Machst ein Intro? Wir waren dran jetzt. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Honey und Nanny. Ich bin der Captain Stagatus Corner und der Feld ist auch dabei. Hallo, liebes Publikum. Oder Honey, liebes Publikum. Los, Dave. Ach ja, wir hängen einander. Das hatte ich schon ganz vergessen. Oh nein, der Wind! Oh Gott! Warte, das ist unsere Chance. Für? Das Bild? Nee. Lass uns. Na, das ist weiter unten. Lass uns zurückgehen. Okay, wir haben jetzt eine Woche nicht aufgenommen. Wir sind jetzt wieder. Meine Stimme ist wieder normal und wir müssen jetzt erstmal wieder reinkommen. So. Ja. Bin ich so viel früher gesprungen? Moment, bist du der Rote? Ich bin nach oben gesprungen, bin hier nach rechts. Dun, dun, dun. Jawohl. Los, okay. Was? Mit der Wind! Ah! Ach ja, stimmt. Hi! Tschüss! Ja, das konnte ich gerade irgendwie gar nicht machen. Und weiter geht's! Warum sind wir jetzt so stumm? Was ist gerade passiert? Weiß ich nicht. Okay, Wind hast du gesagt. Wenn der Wind kommt, springen. Und dann ganz schnell. Das war super synchron. Ja, so. Das ist ein super Thumbnail. Geh, so, dann ja, noch, ja, schwingen wir nach links, oder? Oder wo willst du jetzt hin? Ja, wir müssen dann. Ach ja, da links ist die Kante, ja, okay. Ah ja, genau. Und ich springe da, also mach dann wieder mit dem Wind oder ohne? Mit dem Wind, würde ich sagen, oder? Okay. Und dann einfach hoffen. Wah! Hätte ich vorher was sagen sollen? Nö, alles gut. Ach ja, stimmt, genau. So. Oh, da unten ist so ein ganz kleines bisschen Weg. Oh, ich hab doch Dings gemacht. Nein. Wenigstens haben wir eine kleine Tornade gemacht. Ich hätte jetzt beinahe da die Flagge gesetzt. Ja, das wäre fatal. Das wäre sehr fatal gewesen. Da ist so ein Mauszeiger im Bild. Weiß ich nicht, willst du was dagegen tun, oder? Oh, da. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Hm. Becher? Ja, ich hab doch noch nicht mal gesessen! So, können wir jetzt hier drunter. Becheka? Können wir jetzt hier drunter? Ist da das Foto? Ich glaube, wir müssen ein ganz schönes Stück runter, um zum Foto zurückzukommen. Nee, das ist doch hier unten drunter. Guck. Ich meine, guck. Ja, ich gucke. Ja. Oh, ja, ich meine, genau hier. Weiter nach da, okay. Genau, dann da auf der rechten Seite. Definitiv, da ist es ja gleich. Da war's! Ne, das war ein Schild. Ne, doch, da war. Wir sind gerade wirklich einen Millimeter dran vorbeigeschraubt. Nun. Ich muss ihn jetzt hochziehen. Es hätte fast geklappt. Ja, beim nächsten Mal. Okay, cool. 3, 2, 1, go! Los, Dave. Ich sitze im Fisch. Okay, cool. Nee, nee, du musst noch ein Stück. Ja, hier, okay. Los. Ja, so war richtig, genau. Irgendwie war das nicht so ganz richtig. Irgendwie hat das nicht ganz gepasst gerade. Ja. Kannst du uns nochmal hochholen, Barry? Danke. Wie hieß er nochmal? Barry. Warum nicht? Im Zweifel ist es immer Barry. Ich meine, bei Alan Wake hat es ja auch hingehauen. Ja. Barry! Okay, gut, danke, dass du das geschafft hast. And he swings from the chandelier. Warum haut das jetzt nicht mehr hin? Ich habe keine Ahnung. Springst du mit ab? Ja, so wie immer. Vielleicht, ich habe das Timing wahrscheinlich einfach. Ich muss da jetzt wieder reinkommen. Ich hab das nie gehört. In dem Moment habe ich aber schon gedrückt. Ja. Und. Ja, ich bin einfach schon runtergerutscht, bevor ich springen konnte. Da konnte ich nicht viel machen, außer springen. Ach so. Warum?
Warum hast du uns jetzt von der linken Plattform da hier hoch? Also, ne, warum mussten wir da ja, jetzt... Ja, warum... Achso, ich hätte dich ziehen sollen. Ja, da hättest du mich jetzt ziehen müssen. Das wäre jetzt nicht mein Problem. Nee. Ja, ich... Schere. Faust. Ich lese gern Goethe. Wenn du verstehst. Goethes Faust. Ah, jetzt hat's funktioniert. Okay, cool. So, was wollen wir genau? Nee. 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 Der letzte Atem. Der letzte Feind, der entmachtet wird. Ach, Mann. Das ist doch doof. Nein. Wow, Doppeltimer. Der war aber... Doppeltime? Fast so gut wie Overtime. Ich wollte schon gerade fragen, ist das genauso gut wie Overtime? Wobei, gut und Overtime, ne? It's time for Overtime. Klassiker. Oh, jetzt aber mit Schwung und dann schaffen wir es. Pass auf, ich sag's dir. Ja, sehr gut. Jetzt ist nur noch die Frage, was müssen wir tun? Da links irgendwie auf die Plattform? Ja, mit Anlauf und dann Wind. Und dann springen. Oh ja. Oh ja, das ergibt yes, viel mehr Sinn. Oh Gott, Merkman. Nein, wie können wir dich auftauen? Eine heiße Runde Schere, Stein, Papier. Nochmal. Schere. Papier. Papier. Ich sehe nichts. So, jetzt ist die Frage, wie... was machen wir? Naja, wir gehen auf die kleine Plattform okay, und dann ja, rechts ja. oben auf das... Okay. Gedüngs da. Ne, Moment. Ja, oh ja, sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Oh ne, 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 ne. Das hätten wir fast vergessen in unserem... Keine Ahnung. No State? Ah! Okay, geht auch. Ein oh nein, oh Gott! Schwing vom... Fetter warum? Finger hat einen Knopf gedrückt. Au, das klang schmerzhaft. Mann! Ich dachte, ich liege und wollte halt aufstehen, indem ich springe. Entschuldigung. Kann passieren. I'm gonna swing, schwang the chandelier. Schwing dein Ding, Mandy. Oh, nein! Ah! Schnell, bevor es windig wird. Aber ja, das mit der Fahne hätten wir fast vergessen. Ja. Trump. Nee, der nächste. Aber sitzen. Okay. Und dann mit Flow State. Ja, genau, dann mit so Flow State rüber. Ja, hier ist Eis, hier geht nicht. Ah, shit. Oh, das ist nicht gut. Okay, wir müssen jetzt da einfach oben auf die Plattform rauf. Ja. Wir können ja bis hierhin laufen. Ja. Da hat uns der Wind ja noch nicht kein Schnippchen geschlagen. Lass uns mal noch einen Zyklus abwarten und dann ja. so zum Ende des Windes encountern. Das war zu früh. Da, nein, 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 nein. Okay. Batman. Nein, 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 nein. Nicht gut. Nee. Noob. Wie du gerade mit dem Geräusch zur Flasche gegriffen hast, das war super. So kennt man mich. Das war einfach so. Oh nein, oh Mann! So Flasche in den Mund. Ich habe die falschen Tasten gedrückt. Ja, ist gut. Kollege, danke. Ey, ohne den wären wir so aufgeschmissen, da wären wir immer noch am Anfang. Wir wären immer noch am Anfang, das kann ich dir garantieren. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie... Ja, so, genau. Nee, ich wollte jetzt nicht wieder da runtergebracht werden, danke. Das war dumm! Das war dumm von mir! Warum bin ich dumm? Weiß ich nicht. Captain, warum habe ich nichts gelernt? Kopf gefallen, keine Ahnung.
Schau dir den Dieter an. Der geht sogar manchmal bohlen. Oh. Ah, das war dumm. Naja, das ist der eine Sprung, das ist jetzt nicht so schlimm. Sollte man meinen. Ja, aber es kann schnell da hinten losgehen. Wer sitzt im Fisch? Wir sitzen im Fisch. Ist das jetzt so? Ist das jetzt unser neues Ding, wollte ich fragen. Im Fisch sitzen? Ja. Wer sitzt im Fisch? Oh yeah, wir sitzen im Fisch. So heißt die Folge. Wer sitzt im Fisch? Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ich habe ja keinen Timer gemacht, oder? Ja. Oh, der böse Gegenwind. Gemeingefährlich. Ich schwinge heute wieder. Nein! Schände. Der Fisch ist eisig. Der Fisch ist eisig. Dann tau ihn auf. Oh. So kann man ihn doch nicht essen. Naja, kommt drauf an. Ich lutsch gern Sushi im Sommer. Da war aber jemand voreilig. Ja, das stimmt wirklich, weil ich mir dachte, nee, shit, das reicht vom Timer nicht mehr. Aber anstatt es dir zu sagen, habe ich es gedacht. Ah, sehr gut. Das war zu weit. Hat gereicht. Nee. Fisch. Wir sind die Fischsitzer. Yeah. Die einzigartigen, unglaublichen Würste. Warum sag ich nichts? Das weiß ich nicht. Warum sag ich nichts? Ich meine, wir sind ja noch nicht mal so wie beim letzten Mal, wo wir irgendwie so 3 Stunden nur dasselbe gemacht haben. Ja. Yeah. Und unser Hirn einfach Matsch war. Hat geklappt. Flow State. Ist ja gut, dann kein Flow State. Upp. Hi. Nee, nicht ganz. Flow State. Dachtest du, kannst dich jetzt kalt erwischen, hä? Nee, ich hatte darauf gehofft, dass du... Dachtest du, kannst dich kalt erfischen? Ich hatte da einfach drauf gehofft. Weil es Eisfisch ist. Ja. Kalt erfischen. Hahaha. Das ist wie Cold Fusion. Ist very efficient. Warum sage ich nichts? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Auch jedes Mal. Jedes Mal. Na, wenigstens fallen wir nicht wieder in die Minen zurück. Mm. Oder zu dem, wo wir irgendwie 3 Folgen angefangen hatten. Verdammt. Und ja, ich weiß auch mittlerweile vom Anfang, ihr habt das wahrscheinlich nicht ganz so mitgekriegt, aber ich habe die ersten beiden Folgen waren ursprünglich 5 Folgen. Wir haben einfach so oft immer wieder dieselben Sachen gemacht. Ja, ich dachte mir, nee, da kommt doch der Wind in dem Moment. Es hätte funktioniert, wäre ich nicht stehen geblieben. Und jetzt... Flow State, würde ich sagen. Flow State. Ja. Klappt doch. Ja. Wir müssen nur wieder in den Flow State reinkommen, das ist genau, das Problem. Genau, oben sind Flow State. Flow State. Läuft doch! Ja, wir müssen halt nur vorher sagen. Ja, wir müssen nur miteinander kommunizieren. Ist ja gut, ich hab's verstanden. So. Nee, das ist kein Float-State-Moment. Naja. Ja, sicherlich nicht. Jetzt so timern. Zu wie? Kurz. Ich weiß nicht. Es gab doch schon mal so einen Sprung, der auch so ganz ekelhaft. Ja. Oh, das ist der. Das ist so ein ekelhafter, okay. Na, es hätte funktionieren können, da hast du recht. Nee, ja. Ich bin ausgerutscht, wollte gar nicht. Ach so, ich dachte... Ich hab nur beim X-Drücken auch A gedrückt. Okay, dann flohen wir den jetzt so. Ja. Warte. Warte. Wir entwickeln uns einfach zurück zu Cavemen, also zu Höhlenmenschen. Ja. Die halt immer nur so... gemacht haben. Und dann flossen!
Nice. So, lass mal schauen. Also bei dem anderen sind wir so ganz weit, so, wo wir ja nur noch ein Pixel stehen konnten, weit gelaufen. Das ist bei Ice Physics natürlich sehr extra cool. Geil. Ja. Ja, okay, ich glaube das. Ich glaube, näher kommen wir nicht ran. Aber Moment, ich bin noch nicht bereit. Ich auch nicht. Ein Wind noch und dann. Das war zu früh. Das war leider zu früh. Leider ein kleines Stück zu früh. Okay. Warum nochmal so ein Sprung? Weil die Welt erbarmungslos ist. Wo ist er? Gut, langs Einschaft. Einerschaft. Für Homs Einschaft. Wo ist er? Ah ja, stimmt. Das war ich jetzt. Ja, da, natürlich warst du es. Knüppelst du da an dir rum? Alter, musst doch knüppeln. Ich hab die falsche Taste. Es hat funktioniert, also. Flüssig, ja. Sobald, du weißt schon. Flü. Ey! Flo, nein! Hi. Wir warten noch einen Wind ab. Okay, Flosset. Okay. Jetzt müssen wir uns nochmal. Wow, ich glaube, ich stehe perfekt. Jetzt muss das Timing nur passen, das ist die Sache. Ja. Wind? Oh, diese Musik. Unglaubliche Melodie. Okay. Können wir hier? Ja. Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Aber es ist nicht so schlimm. Also, ich bin lieber hier und jetzt, ne? Ja. Okay, beim nächsten Mal Flowstaten. Okay. Wie das sieht laut! Nein, zieh mich! Ich bin der Prinz! Oh, ich wollte doch gerade die Fahne setzen. Prinzen! Ich hätte nicht aufhören sollen zu ziehen. Ja. Ich knüpfe mal weiter an mir rum. Ja, knüpfe mal dann, an mir rum. Und dann Flowstate. Ich stehe noch nicht. Warum nicht? Weil ich nicht aufstehen konnte. Okay, jetzt gucken wir, wo packt er uns jetzt. Okay, das war gerade ein bisschen blöd, aber wenn wir sofort X. Lee läuft. Und dann Flowstate. Und dann Flagge. Wir haben die Flagge gefloat. Ja, sorry, ich war da gerade verbuggt. Ich sehe schon. So, jetzt hocken wir hier erstmal ganz kurz. Ja, genau. Und dann nibbeln ein bisschen am Getränk. Ich dachte, wir nibbeln ein bisschen am Getränk. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Alles gut. Voll hinten durchgeschossen, voll, ja. Na, voll gegen die, voll yeah, gegen den Zipfel. Ja. Zäpfchen, wie auch immer. Ah. Jesus Christ. Oh, da wusste mein Körper gerade nicht genau, was er damit machen soll. Entschuldigung. Knüpfe ich erstmal hoch, dann genau. Dann nach oben springen, wenn wir drunter sind und kein Wind ist, versteht sich von ja, selbst. Das, ja, klar. Und dann, Und dann Tornado. Genau. Und dann eigentlich nur mit Schmackes rüberjumpen, wa? Genau. Naja, nee. Nee, also, wirbeln. Oder wirbeln oder nur mit Wind. Nee, doch, wirbeln. Aber, ja, das Fischstick ist ein bisschen im Weg. Mal gucken, ob es klappt. Ja, könnt. Wirbeln und Wind oder nur Wirbeln? Na, Wirbel mit Wind. Wirbelwind. Kommt das daher? Stimmt, so und dir? Oh. Ja, ja, aber ich hab mich nochmal gefangen. Los jetzt. Während Windland? Hast du. Na gut. Los jetzt. Aber beide mit Los jetzt in den Müll. Ja. Wie als wenn du Kopf über in die Tonne springst. Okay, ich musste gerade testen, war das jetzt die richtige Taste? Nicht, dass ich da jetzt eine Fahne gesetzt hätte.
Prost. Winstead! Wenn wir flowen mit dem Wind. Warum willst du mit dem Wind flowen? Weil wir dann mehr Strecke machen beim Sprung. Ja, bei dem jetzt, ja. Ja, na gut, dann war. Aber bei dem. Auf diese Plattform hier, das habe ich mich gerade gewundert. Wir werden zerrissen! Tubular. Oh, da oben ist ein Bild. Ja, das hatte ich auch noch nicht angemerkt, aber gesehen. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt hier loslassen oder wollen wir mal hier hängen bleiben? Ich lass mal los. Ach, du hast festgehalten! Ich dachte, das Spiel hat uns da jetzt festgehalten. Na, ich dachte, wir genießen kurz die Gelegenheit. Ach, warum? Ah, oh. Okay, jetzt, danke. Naja, nun endlich flowst du etwas. Flow. Wind. Winstead. Sprungis. Wo sind wir denn hier? In einem sicheren Ort? Das weiß ich noch nicht. Oh, wie lange sind die Pinguine denn schon hier? Das sind 10, 5, 10, 15, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 Tage? 75 Minuten. Ich schau mal, zwei andere Pinguine, die beiden müssen ihn haben. Hallo, guten Tag, Leute. Habt ihr meinen Basketball aus der Stadt mit? Habt ihr ihn dabei? Wir sind den ganzen Weg hier hochgekommen, nur um zu merken, dass wir ihn nicht dabei haben. Wir wären als so gefeierte Helden zurückgekommen, aber nein. Maeve musste das Wichtigste zu Hause vergessen. Wirst du mir das den Rest unseres Lebens vorhalten? Auf jeden Fall. Vielleicht hörst du dann auf, immer alles zu vergessen. Kannst du dich überhaupt daran erinnern, wie ich heiße? Anscheinend heißt du Susan, aber du redest eher wie so ein Frank. Sorry, als wir hier angekommen sind, waren wir bereits so fertig, dass wir keine Energie mehr hatten, zurückzukehren. Wir sind nur noch hier, weil es draußen sehr kalt ist. Ansonsten wären wir schon längst wieder runtergegangen. Okay, cool. Aber was wollt ihr? Ich hab nicht verstanden, was ihr wollt. Wir sind hier seit so vielen Tagen, ich wüsste nicht, was ich noch zählen könnte. Und ich werde wahnsinnig, wenn ich noch länger mit Maeve reden muss. Wir wissen nicht einmal wirklich, wann es Tag und wann Nacht ist. Wie viele Schneeflocken? Eine ganze Menge. Das habe ich dir auch schon fünfmal gesagt. Also 95 Milliarden, 49 Millionen, 230.293. Das ist eine IP. Das ist die IP 95, 049 gibt es nicht. Wir sind schon raus. Sei noch nicht so. Wenn jemand das eingepackt hätte, was wir mitnehmen sollten, wären wir gar nicht das Ziel. Du wirkst ein wenig sauer, Susan. Sollten wir darüber reden? Ich schwöre dir, ich werde nie wieder mit dir auf eine Mission gehen. Ich habe dich auch lieb. Wie schön für die beiden. Wollen wir nicht etwas spielen? Eine kleine Runde Schere, Stein, Papier? Du nimmst doch eh jedes Mal Stein. Das macht keinen Spaß. Das denkst du vielleicht, aber ich habe eine neue Taktik entwickelt. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ich spiele nicht mehr mit dir. Mit dieser Einstellung werden wir hier niemals wegkommen. Meine Güte. Geht's eigentlich hier lang? Nee, ist einfach nur, das ist das Höhlenende. Scheinbar. Ja, cool, Leute, bye. Ja, bye. Oh, man, lass uns hier stehen. Ja, genau. Das ist ein Flow-State-Sprung. Ja, nee, das ist ein Dings. Timersprung. Aber. Oh, okay. Und dann rechts darauf. Ja, wirbeln. Genau. Na, ist halt die Frage, schaffen wir das überhaupt zu wirbeln mit dem Gegenwind? Ja. Weil du musst ja nur quasi warten, bis der Wind vorbei ist, jetzt zum Beispiel. Nee, ich meinte, ob du überhaupt einen Überschlag mit Gegenwind... Ja, ich muss ja nur oben sein, wenn der Wind kommt, damit ich seine Energie mitnehmen kann und dann... ja, das ist schon mal ganz gut. Und dann Flow-Staten, würde ich sagen. Für diesen kleinen Sprung hier, ja. Ach, du meinst auch auf die Plattform da. Ja, das ist in einem quasi jetzt... Naja, jetzt war eigentlich die beste Idee, aber jetzt! Wir sind hinter einer Wand, hier ist kein Wind. Oh, das Windlein! Das ist doch schön. Naja, dann beim nächsten Mal, ja, Flotzen. Oh! Tornadi! Komm her, Entschuldigung. Der Weihnachtsmann! Entschuldigung. Verbindung. Abgehakt. Abgehakt habe ich. Und Floß! Floß? Ich brauche ein Flow, um von dieser Insel zu kommen.
Ja, eine Insel. Oh, ab, den hier. Ah, jetzt ja. Oh, eine. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich. Obwohl ich Augen habe. Ich bin auch nicht gekommen. Was? Was denn? Das heißt, wir müssen da raufspringen und dann instant da auf die andere. Das heißt, wir müssen quasi nach rechts rüberspringen, wenn die quasi nach links fährt. Ja. Um genug Zeit zu haben. Nee. Das ist doch einfach nur, wir müssen einfach nur direkt auf die nächste Plattform wir quasi müssen, kommen. Oh, aber das ist ganz schön hoch. Ist es ja. Aber wir müssen es schaffen. Das okay. ist sogar eine Sache, ich weiß nicht, ob wir das betimern können oder. Ich dafür glaube. Haben wir nicht genug Zeit, glaube ich. Nee, das müssen wir das Flow staten, anders geht's nicht. Aber ja, wir müssen auf die Plattform oben, während sie gerade auf der rechten Seite ist, wenn das hier irgendwie hinhaut. Oder so. Ja, was denn jetzt? Dachte nicht nach nicht so, wie ich gerade gesagt habe. Ja, ich habe das, weil ich das vorher nicht verstanden habe. Ach so, ein Kommunikationsproblem. Deswegen war dann so, ja doch, ja, rechts, wenn sie gerade rechts ist. Nee, das ist schon richtig. Und dann halt, genau. Aber können wir das überhaupt? Warum sollten wir nicht? Naja, weil wir davon abhängig sind, ob die eine Plattform oben ist. Ja, das meinte ich ja gerade, dass wir jetzt erstmal abwarten müssen und gucken müssen. Aber dann sonst, abseits davon, klingt das halt nach dem Plan. Ist hier nicht oben windig, wenn wir. Nee, an der Stelle nicht, okay. Weil ich glaube nämlich weil fast, die sind so getimt, dass das nichts wird. Naja, das wird nichts. Ist die untere nicht ein bisschen schneller, sodass das halt so langsam, aber sicher sich. Nee, du hast recht. Nee, das wird genau abgestimmt sein. Die wird. Ja, die das wird heißt, dann halt immer vom Wind weiter nach links geschoben. Wir müssen. Nee, ich glaube, das passt doch nicht. Ja, ich war voreilig, ich habe nichts gesagt, ich weiß. Okay. Bravo, Traube, das ist schön, das wollen wir jetzt spielen. So. Klitsch, platsch, Traubenmatsch, die Trauben sind jetzt reif. Sind sie das wirklich? Oh Gott, State. Ja, genau, wir warten jetzt erstmal. Ja, genau. Mal so. Und dann müssen wir wenn wir oben sind, müssen wir instant rüber und dann auf die Plattform oben. Aber wie kommen wir da? Das kommen ist ganz wir damit einfach hoch, nur einem. Digga. Ja, nee, ohne Abspruch bringt das nichts. Nee, das stimmt. Abspruch. Warum? Ich wollte nicht so weit laufen. Ich wollte nur ein bisschen schon an den Rand gehen, damit wir so weit wie möglich links auf dieser Plattform, auf der oberen Plattform ankommen. Okay. Genau, also so weit wie möglich links von der Plattform hier ab, damit wir so weit wie möglich links auf der Plattform sind, weil das ist wieder so ein hoher Sprung. Ja, ja, ja. Da brauchen wir. Festhalten! Ah. Wir können uns festhalten! Oh, du hast recht, du hast vollkommen recht, ja. Das heißt, ich war ja immer der Festhalte-Dude, also soll ich mich wieder festhalten? Ja, wir versuchen, jeder, der sich festhalten kann, hält sich fest, falls ja, okay, der ja. es nicht schafft. Das ergibt Sinn. Okay. Und dann muss ich auf die andere Seite oder hoch? Oben drauf? Du musst irgendwie. Auf die andere Seite. Aber das geht nicht. Das ist schlecht. Ach, du hättest loslassen müssen, während ich gerade irgendwie oben bin, quasi, damit ich einfach senkrecht runterfalle. Okay, probieren wir das. Was anderes wäre mir jetzt, keine Ahnung, klingt doof, aber. Oder ich hätte in die andere Richtung wirbeln müssen und dann wäre ich irgendwann einfach blip, quasi, wenn ich weniger Momentum möglich? Habe. Ach ja. Opa! Wie oft haben wir uns jetzt um die eigene Achse gedreht? Mehrfach. Touché? Da hast du recht. Können wir nicht einfach schon auf der Fischplattform auf der ersten die Flagge setzen? Du kannst es probieren. Nee. Scheinbar nicht. Weil die sich bewegt halt. Hüppweia. Weil ich sie hier noch nicht ganz. Achso, Entschuldigung. Ja, wir wollten, das hat noch nicht ganz funktioniert. Ja. Ich hätte auch sagen sollen, dass ich das loslasse. Ja, das wäre auch ganz gut gewesen. Der letzte Atem. Aber wir sind schon. Wir sind schon 50 Meter höher gekommen. Na, immerhin. Das ist viel für einen Erfolg. Ich habe die falschen Tasten gedrückt. Also, ich habe irgendwie alle möglichen Tasten gedrückt, sagen wir es mal so. Ja. Na gut, wollen wir an dem Punkt jetzt fertig machen? Lass oder uns, weiß ich nicht. Ja. Wollen wir es nochmal versuchen? Lass uns einmal versuchen. Okay. Ah, eine. Nee. Nicht? Okay. Da war Wind. Ach so, ja, den habe ich jetzt.
Na gut. Da lagen wir nun. Ich meine, da standen wir nun. Zurück, wo wir angefangen haben. Nur um weiterzukommen. Wie poetisch war das denn? Sehr poetisch. Ah, du willst nochmal einen richtigen Anlauf. Ich will jetzt nochmal so richtig... Ja, ja. Okay. Schon mal so richtig... Nein, nochmal richtig. So, die Frage ist jetzt halt... Wann lässt man da los? Ja. Wann... Lass los! Nee. Das hat nicht ganz funktioniert. So, egal. So. Nein! Warum? Weiß ich nicht. Hä, wir waren doch hinter der Wand. Warum hat der Wind jetzt so? Das hat gar keinen Sinn ergeben. Na gut. Ja, das... Ja, war's dann. Ist rum. 2025 ist da. Du hast gesagt, das ja. Also habe ich das einfach nur den Satz beendet. Ja, ist rum. Eigentlich ist nur die Folge rum. Das nächste Jahr ist Tequila. Okay, Leute. Cool. Ja, tschüss.